Hallo, mein Lieben, heute gibt es eine Abendroutine von der lieben Mel und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Die kleine Maus liegt hier ganz eingekuschelt in unserem Bettchen. Da ist sie total süß in der Ecke eingemurmelt. Richtig süß. Hier ist noch unser Haul. Das habe ich alles noch hier liegen. Und ja, jetzt werden wir die Kleine mal Bett fertig machen. Der war ein ganz, ganz langer Tag für sie und sie muss endlich schlafen. Und deswegen haben wir hier auch schon alles fertig. Und zwar gibt es heute aus, was wir heute erst gekauft haben, ein Body für sie an und eine schöne Jogginghose. Ich hoffe, die passt ihr. Ich glaube, die ist viel zu groß. Aber wir probieren es einfach mal aus. Und ja, wir ziehen die kleine Maus jetzt direkt einmal um. Und dann wird sie eine Flasche bekommen. Und dann geht es für die kleine Maus auch schon ins Bett. Also viel ist so eine Abendroutine eigentlich gar nicht. Oh, sie ist so süß, ne? Das ist so süß, wie sie da liegt. Ich finde das so schnuckelig. Ja, genau, das machen wir jetzt alles. So So, mein herrlich. Lieben, wir werden die kleine Maus jetzt umziehen. Und ich muss noch mal mit ihr kuscheln. Sie ist unglaublich süß, meine Lieben. Schaut sie euch mal an. Oh. Schnuckelige Maus. Man will sie immer gar nicht ablegen. Man muss sie den ganzen Tag knuddeln. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Klingelt unser Telefon. Schauen wir mal kurz. Stimmt. Hallo? Michelle, ich drehe gerade ein Video. Ist gerade ganz schlecht. Ja, und willst du, dass ich das hier gerade drin lasse? Weil ich habe gerade die Kamera an. Und ich möchte jetzt auch hier das Video weiterdrehen, bitte. Nee. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Du! Ja, sag irgendwas, was möchtest du sagen? Trägt Hosen 56 und es ist klar, dass die kleine Maus dann da ein bisschen versinkt drin. Aber das ist nicht schlimm. Heute Nacht kann sie das ruhig tragen. So eine wunderschöne Mütze. Zack. Und fertig. Die kleine Maus für ihr Bettchen. Also, wie ihr seht, die Hose ist ein bisschen zu groß. Aber es ist noch okay. Aber ich glaube, die werden wir wieder verkaufen. Die ist mir eindeutig ein bisschen zu groß. Aber die kleine Maus. Kommt so was zu essen. Dann wird noch ein bisschen gekuschelt. Und dann wird gute Nacht gesagt. Das ist immer so goldig. Oh, ich finde das so süß. Ist egal, wie sie liegt. Sie ist einfach immer wunderschön. So, jetzt brauchen wir noch eine Flasche. Das heißt, wir müssen mal hier unten in unser Flaschendings gucken. Ich habe eine passende gefunden, aber ich glaube, ich habe sogar noch eine fertige gehabt. Genau hier. Da ist sogar schon Pulver drin. Zum Thema, was wir da drin haben, das ist Kaffeeweißer. Den kommt ihr in jedem Supermarkt. Da macht ihr einfach so eine kleine Schicht rein und dann Wasser rein. Sieht aus wie echte Milch.
geht ja nicht anders, ne? Patrick, Hut ab auf jeden Fall, was ihr geleistet habt. Und allerhöchsten Respekt, dass ich drücke. Danke. Also insbesondere nach dem jetzigen Gespräch, wo ich ihr ein bisschen näher kenne. Ja, wenn die kleine Maus jetzt schlafen geht, also Papa gute Nacht sagen, stören wir ihn mal, ne? Stören wir ihn mal. Wir müssen das Bett gleich noch bereit machen. Da ist er. Wir haben einen Attentat auf dich vor. Erst machen wir das Bettchen fertig. So lange packen wir die Kleine mal zu Papi. Oh Gott, oh Gott. So, dann machen wir das Bettchen fertig. Bist du glücklich? Ja. So. Oh, sie ist so süß. Ich will sie den ganzen Tag im Arm halten. Ne? So, meine Lieben, und das war's auch schon. Alle drei Mäuse liegen friedlich im Bettchen. Der Jaden guckt noch ein bisschen in die Gegend rum. Die anderen beiden schlafen schon längst tief und fest. Und ja, damit war's auch schon wieder zu unserer Abendroutine. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja. Dann würden wir einfach sagen, bis zum nächsten Mal.